Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Victorinox Taschenmesser. Ja, und heute habe ich das ganz besondere Vergnügen, diese außergewöhnliche Sammlerbox zu präsentieren. Mit allen Zertifikaten und Beschreibungen. Dieses Set besteht aus 7 Taschenmessern. Und die werden wir uns immer im Einzelnen anschauen und um was es bei dem ganzen Set geht. Und eins nochmal vorne ab für die Hardcore Victorinox Sammler. Dieses Set steht zum Verkauf an. Also sollte da ernstes Interesse bekundet werden, einfach mal Kontakt mit mir aufnehmen, solange es eben hier noch bei mir verfügbar ist. Ich bin selber nicht der Verkäufer, ich habe es eigentlich nur zur Ansicht bekommen, aber ich weiß, dass es zum Verkauf stehen wird. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal etwas genauer auf dieses Set ein. Hierbei handelt es sich um Sammlermesser Collections Knife by Victorinox of Switzerland Edition 1983 bis 91 mit diversen Spezialkonfigurationen von Taschenmessern, die es so als normale Modelle gar nicht gibt. Man sieht, sie haben alle Klingen, Beschriftungen passend zu den entsprechenden Schlachten, was hier eben die Themen waren, und haben noch auf den Griffschalen nochmals die Schlachten dazu abgebildet. Aber wie gesagt, wir schauen uns da jedes Modell noch genau im Einzelnen an. Das sind 2 schwarze, 2 graue, nochmals 2 schwarze und ein rotes. Gehört so ins Set mit der Holzschatulle. Den Beschreibungen, in jeder Beschreibung liegt nochmal die Erklärungen dazu in Deutsch. Die geschichtlichen Hintergründe, die Auswirkungen auf die Schweiz. Für die 6 auf dieser Seite sind noch diese Zertifikate mit dabei. Rütli-Schwur. Und noch ja mit etwas geschichtlichem Hintergrund, um was es dabei ging und welche Auswirkungen diese Schlachten auf die Schweizer Geschichte hatten. Ja, ein solches Set habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe vor Jahren mal Einzelstücke gesehen, die zum Verkauf angeboten wurden, zu den jeweils einzelnen Schlachten. Die wurden damals schon recht teuer gehandelt. Aber das Ganze als Set kam mir so auch noch nicht unter. Darum habe ich hier natürlich hier richtig Freude dran, mal an so einem Schätzchen. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir uns jedes Stück einfach mal etwas genauer an. Liebe Victorinox-Freunde, ich glaube, ihr holt euch am besten auch mal einen Kaffee, denn dieses Video wird wahrscheinlich etwas länger, denn wir haben gleich 7 Taschenmesser zum Anschauen. Die Messer musste man sich wahrscheinlich über die Jahre hinweg zusammenkaufen. Wie man sieht, sind hier die nachfolgenden Modelle alle hier in Deutsch betitelt. Das erste Modell, die Schlacht von Morgarten 1355, ist hier noch in Englisch, aber wir haben innen das multilinguale Beiblatt hier in Englisch gehalten, Französisch und in Deutsch. Und hier eben die geschichtliche Abhandlung über den Hintergrund dieser Schlacht. Ich würde am besten mal sagen, ich halte das immer hier mal kurz in die Kamera. Wer das sich durchlesen will, kann hier einfach mal kurz dann auf Stopp drücken und kann dann hier in Ruhe den deutschen Text lesen. Okay. Also auch hier haben wir die deutsche historische Beschreibung dazu, das Zertifikat. Jawohl, Zertifikat Nummer 2525. Und nun eigentlich zum Interessanten, zum Modell von dieser Schlacht.
Also hier haben wir ein Schlachtenabbild, das hier so in speziellen Druck hier drauf kam. Silber auf Schwarz, das sieht sehr cool aus. Und auf der Klinge haben wir halt hier auch Morgarten 1315. Hier haben wir Victorinox Switzerland. Auf der Rückseite ist dieses Messer noch ebenfalls gelasert worden auf Grieshaber. War dann wahrscheinlich wohl der erste Käufer oder Besitzer. Ist nur hier auf diesem ersten englischen Modell drauf. Wahrscheinlich wurde vielleicht das mal nachgekauft, deshalb auch hier vielleicht das englische Beiblatt auf dem Deckblatt. Grieshaber, jawohl. Ja, wie ist dieses Messer aufgebaut? Wir haben natürlich die große Klinge. Ich würde mal sagen, das geht so in Richtung Spaten, oder? Kleine Klinge und die beiden üblichen Verdächtigen. Wir haben keine Zahnstocher und Pinzetten drin, das würde das Bild der Griffschale wahrscheinlich etwas verunstalten, um hier eben schön die Schlacht hervorzuheben. Und auf der Rückseite Korkenzieher, noch nicht mit dem Loch für die Stecknadel, ist dementsprechend alt, aber wir haben hier graviert 1983. Und das ist das Modell 2525 von 9999. Sehr schön. Die Schlacht von Morgarten 1315. Kommen wir zur Schlacht von Laupen 1339. Auch hier haben wir das Echtheitszertifikat mit der Nummer 2605. Sowie jetzt hier vorne auf der Seite Deutsch und innen dann eben Englisch und Französisch. Ich werde mal hier kurz die Kamera schön draufstellen. Wer sich hier den geschichtlichen Hintergrund lesen will, kann hier mal auf Stopp drücken und vergrößern. Sehr gut. Die Schlacht bei Laupen. Und hier das Taschenmesser dazu. Ebenfalls wieder ein Schlachtenabbild in Silber auf Schwarz. Das sieht sehr gut aus vorne hier so in dieser Schnörkelschrift und wunderschön noch mit diesem Bär in diesem Wappen. Laupen 1339. Rückseite blank. Ja, was haben wir hier im Modell? Hier haben wir als zusätzliches Werkzeug die... Ach, das ist ja interessant. Hier haben wir einen Zahnstocher, tatsächlich. Ja, hier auch. Das ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. Ah, die ab hier haben sie sich dann überlegt. Beim ersten Modell haben sie dann doch noch alles weggelassen. Und dann haben sie sich überlegt, doch noch einen Zahnstocher hinzubauen. Von der Seite habe ich eben keine Pinzette gesehen. Also ab dem zweiten Modell haben sie doch noch das Werkzeug Zahnstocher wieder in die Griffschale integriert. Und sonst haben wir hier auch wieder die Standardwerkzeuge plus Säge. Und hier drunter haben wir wieder stehen 2605. Das war dann 1984. 2605 und 999 Modellen. Rückseite noch die Aale. Die Schlacht von Laupen 1339. Die Schlacht von Sempach 1386, Zertifikat 2605, sind das dieselben? Ah ja, 2605, die waren wohl alle aus einer Serie, mit derselben Seriennummer. Sieht so aus, als wenn mangels dem ersten Modell das nachgekauft wurde. Hier haben wir wieder etwas Schweizer Geschichtsunterricht. So, und hier war dann eben
nicht mehr schwarz bei diesem Modell, sondern hier war ein Grau, Mausgrau. Ein schönes, sattes Grau kam hier zum Tragen, sonst wieder hier die Schlachtenabbildung wieder in Silber. Auf der Klinge schön wieder der Schriftzug. Er spiegelt halt immer, ne? Sempach 1386. Rückseite blank, hier auf der Rückseite Zahnstocher. Ja, ich denke, hier wollten sie einfach nicht die Schlacht hier versauen mit noch einem Werkzeug drin. Und beim allerersten haben sie es auch auf der Rückseite weggelassen. Und ab dem zweiten Modell haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ach komm, auf der Rückseite, da ist eh noch der Korkenzieher, da können wir doch den Zahnstocher wieder einsetzen. Also schön Sempach. Hier haben wir ein Modell, wieder die Standardwerkzeuge, bloß plus Schere. Und mal schauen. Hier natürlich wieder 2605. Das war dann 1985. 9999. Sehr schön. Die Schlacht von Neffels 1388. Schauen wir mal Seriennummer. Ja, 2605, die scheinen alle aus der gleichen Serie zu stammen. Hier wieder etwas Geschichte, wird wahrscheinlich fast zu klein sein zum Lesen. Braucht ja einen großen, hochauflösenden Monitor. Und hier das Taschenmesser dazu, das wird jetzt schon ein bisschen dicker. Da hatten wir zwei Layer, drei Layer, drei Layer. Hier haben wir jetzt einen vier Layer. Da haben wir, das dürfte ein schönes Huntsman sein. Hier haben wir wieder grau. Graue Griffschale wieder mit dem eingelassenen Schlacht in Silber. Das sieht richtig cool aus. Da meine, das muss wohl eine Belagerung von der Stadt gewesen sein. Denn wir haben hier noch eine Stadtmauer und eine schöne Stadttor mit Turm. Sieht richtig cool aus. Neffels 1388 auf der Klinge und immer schön so die Wappen dazu. Rückseite blank. Ja, und hier zusätzliche Werkzeuge, Schere und wenn ich nicht täusche, Säge, also Huntsman Style. Sehr gut. Ja, Rückseite Korkenzieher. Moment. Kontrollieren die Seriennummer. 2605, jawohl, 1986, 9999 Modelle insgesamt. Dann haben wir die Schlacht von St. Jakob 1444 und wieder die 2605. Und hier auch auf der ersten Seite die deutsche historische Erklärung. Hier haben wir wieder eine Stadt abgebildet, dürfte dann St. Jakob gewesen sein. Und hier vorne das angreifende Heer. Sind sehr schön und detailreich gestaltet, diese kleinen Geschichtsbilder der Schlachten auf den Griffschalen. Vorne wieder schön in dieser alten verschnörkelten Schrift St. Jakob. 1444 und wieder so ein Wappen. Ich weiß nicht, ob das dann immer die entsprechenden Stadtwappen waren, wo das hier spielte. Sehr schön. Was haben wir hier? Hier haben wir ein bisschen Spezialedition. Wir haben hier die Basic-Werkzeuge und dann aber wie vom Explorer haben wir die Lupe und der Kreuzschlitz. Fehlt aber hier zum Explorer hin, würde da die Schere fehlen. Ja, habe ich so jetzt auch noch nie gesehen. Lupe und Kreuzschlitz zusätzlich zum, sage ich mal, Spartan Basic Ausstattung. Und hier, jawohl, 2605, 1987, 9999. Ja. Die Schlacht von St. Jakob. Dann kommen wir zur Schlacht von Murten, 1476. Auch wieder 2605 und gleich vorne die deutsche Beschreibung. Ziemlich
klein gedruckt. Auch hier wieder die Schlachtenabbildung. Bei Jakob und Mutten haben wir wieder schwarze Griffschalen. Aber ich denke, das habt ihr im Video gesehen. Nur mittendrin, die beiden Editionen waren in Grau. Auch hier Rückseite blank. Und wie sieht es hier werkzeugtechnisch aus? Da haben wir zusätzlich zu den üblichen Verdächtigen hier das Fischer-Werkzeug. Und hinten wieder, ja, 2605, 1989 war das dann, 9999. Also die, am besten gefallen mir wirklich diese Klingengravuren. Das ist echt schön. So, und dann haben wir den Rütli-Schwur, 1291. Historisch davor, aber das Messer kam dann erst 91 raus. Ja, auch nochmal gleich der deutsche Text. Zu diesem Messer gab es damals dann wohl kein Zertifikat mehr dazu oder es liegt hier einfach nur nicht dabei. Da haben wir nur die hier dieses Heft mit der Erklärung. Und 1991 hat man sich dann auch dazu entschieden, eine rote Griffschale aufzusetzen und bei diesem Modell dann auch wieder alle zusätzlichen Werkzeuge wie Zahnstocher und Pinzette wegzulassen. Und dann sieht man hier nochmal die drei Eidgenossen, wie sie hier ihren Rütli-Schwur ablegen. Auch wieder schön auf der Klinge, hier mal mit dem Schweizer Kreuz Rütli. 1291, Rückseite blank, rote Griffschalen, keine Pinzette, Zahnstocher. Und als zusätzliches Werkzeug haben wir hier zu den üblichen Verdächtigen die kleine Zange. Auch eine coole Zusammenstellung, ein Spaten mit zusätzlich Zange. Und hier haben wir auch, aber aus der gleichen Serie, gehört also auch dazu, 2605, 1991, 9999. Ich glaube, hier ist sogar vorgesehen in der Box. Man sieht aber auch, das hat zusammengehört, obwohl dieser zeitliche Versatz war. Denn auch hier in der Sammlerbox hat man hier die Aussparungen für dieses Messer gemacht. Also das ist das vollständige Set in den unterschiedlichen Griffschalenfarben. Es sticht nur das erste Modell heraus, das wahrscheinlich nachgekauft wurde. Und man hat hier diese unschöne Laserung Grieshaber drauf. Da würde ich mir als zukünftiger Käufer überlegen, ob ich das nicht irgendwie, das ist richtig tief sogar, ob ich das nicht entfernen lassen würde. Versuchen lassen würde, das professionell rauspolieren zu lassen. Oder man lässt es einfach unberührt und lebt damit als, ja, eine kleine Besonderheit. Und man sieht auch hier von der Seriennummer mit 2525, dass es nicht zu diesem Set ursprünglich gehörte. Vielleicht hat er erst im Jahr bei der zweiten Edition angefangen zu sammeln. 1984 und hat kein 83er Modell mehr bekommen, um nachher seinen Sammler Case zu füttern, und hat es dann vielleicht nachgekauft. Denn das hier sticht hervor, weil es mit den Seriennummern nicht ganz übereinstimmt zu den anderen. Ja, das Ganze kommt in dieser Holzkiste. Was man auch dazu sagen muss, hier vorne, hier, sie lässt sich zwar noch schließen, aber irgendwie steht hier dieses untere Teil ein bisschen ab. Da müsste man wahrscheinlich mal ein bisschen mit einem Schräubchen arbeiten und das nach unten fixieren oder mit jede Menge Holzleim und mal eine Weile einspannen. Aber sonst an sich ist der Holzschober hier intakt. Man hat auch hier zwei dieser Dreieckshub. Aufhängungen, also man kann das Ganze auch wunderbar dekorativ so dann
an die Wand hängen. Denn der Sammler will ja auch seine Schätzchen zeigen, ne? Und unten an dieser Kiste befinden sich hier diese Schlitze, in denen dann diese Hefte versenkt werden können, damit das nicht separat verloren geht. Das ist nämlich eine sehr gute Idee, denn wenn das nicht zusammen bleibt und man das an unterschiedlichen Stellen aufbewahren muss, dann passiert wahrscheinlich irgendwann mal, dass man das Set nicht mehr vollständig hat, weil man nicht mehr weiß, wo die Unterlagen dazu liegen. Darum ist es nicht schlecht, wenn die da hinten drin sind. Ja, das ist das außergewöhnliche Schweizer Schlachtenset. Und wie gesagt, so wie ich erfahren habe, soll das zum Verkauf angeboten werden. Also sollte da professionelles Interesse bestehen, einfach auch mal hier bei mir melden. Ich werde es zeitnah ausstrahlen. Vielleicht kann ich ja da dann vermitteln. Ich muss sagen, ich kenne den Verkäufer nicht, darum kann ich da nicht genauer darauf eingehen. Aber ich denke mal, für den Sammler, Schweizer Messer, für den professionellen Sammler muss man da sagen, denn das ist mit Sicherheit dann kein günstiges Set, denn sowas sieht man nicht mehr alle Tage und dürfte auch schwierig sein, sowas heutzutage wieder zusammenzustellen oder nachzukaufen, es sei denn, es werden so Sets im Ganzen angeboten. Okay, interessantes Sammlerset. Und natürlich immer wieder toll, mal sowas hier auf den Tisch zu bekommen, um das mal anzuschauen. Ich sage dann an der Stelle vielen Dank fürs Vorbeischauen, bewerten, kommentieren. Könnt ihr mal drunter schreiben, wenn ihr selber eins dieser Modelle besitzt oder vielleicht sogar das ganze Set. Ich habe damals, ja, ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und seit ich so nach Schweizer Taschenmesser suche, habe ich, glaube ich, nur mal das ein oder andere dieser Schlachtenmesser gesehen, weil an diese Griffschalen erinnere ich mich. Das sieht man als mal ab und zu. Ich glaube, dieses Laupen habe ich mal irgendwo zum Kauf angeboten gesehen. Die gab es auch einzeln in Schatullen und waren damals schon recht teuer. Okay, Freunde, das war's jetzt aber. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, und vielleicht sieht man sich ja irgendwann hier wieder mal zu einem so exklusiven Victorinox Sammlerset. Okay, Freunde. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Hillbilly. Bye, bye.